Hör mal, da waren ja alle da auf dem Parteitag. Hans-Jochen Vogel, Helmut Schmidt, der russische Botschafter mit seiner Frau Doris. Die SPD hat am Samstag mit überwältigender Mehrheit beschlossen, Frank-Walter Steinmeier einen schönen Blumenstrauß zu schenken. Kleiner Wermutstropfen, im Gegenzug muss er Kanzlerkandidat werden. Okay, immerhin nicht Vorsitzender. Auf dem Stuhl ist es wahrscheinlich noch unbequemer. Ungefähr so wie auf den Steinstühlen von Max Lamp, die aber zumindest gut aussehen und garantiert keine Schleudersitze sind. Und deren Herstellung aus tonnenschweren Felsen genauso interessant ist wie das Möbelstück selber, an dem beim nächsten Umzug vermutlich Freundschaften zerbrechen werden. Nee, nicht mehr viel. Nur noch der Sessel. Tja, und dann ist man plötzlich ganz alleine. So wie ein SPD-Vorsitzender. Oder ein Kaugummisammler, der sein ganzes Leben diesem großartigen Hobby widmet, aber anderen Menschen die Faszination seiner Leidenschaft nur schwer vermitteln kann. So ging es damals vermutlich auch den Night Climbers of Cambridge, Studenten, die in den 30er Jahren im Schutze der Nacht überall in der Stadt Kirchen und andere Gebäude erklommen. Und die Bilder hier zeigen, wie sie dabei ihr Leben riskierten. In diesem Fall allerdings eher der Fotograf. Kaugummi sammeln ist schon ein tolles Hobby. Und wenn die Dinger auf dem Bürgersteig mal knapp werden, es gibt ja auch noch Hunde. Die Herrchen würden sich freuen, wenn das jemand anders für sie sammelt. Ja, es kommt nur auf den Blickwinkel an. So wie bei Web Without Words. Dort zeigt der Grafikdesigner Paul Armstrong, wie bekannte Webseiten ohne Wörter aussehen. Und dann analysiert er den Charakter der Seite anhand des Designs, wie einen Menschen. Noch weniger von einer Website sieht man mit Vanished, wenn man will. Mit Vanished kann man nämlich Webseiten, auf denen man heimlich surfen möchte, mit einer anderen Website oder einem Dokument maskieren. So denken dann zum Beispiel die Kollegen, dass man nicht Ehrensenf guckt, sondern arbeitet und garantiert nicht mitbekommt, dass sie gerade nicht arbeiten, sondern mit Vanished Ehrensenf gucken. Ist natürlich nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall sicherer als auf Kirchtürme zu klettern. Das sollte man ein paar unbelehrbaren Studenten und King Kongs überlassen. Damit man auch noch möglichst lange beim Age Project mitmachen kann. Dort kann man das Alter anderer Menschen schätzen, aber natürlich vor allem auch sich selbst dem Urteil der User stellen. Und wenn das etwas hart ausfällt, sollte man sich einfach dieser Community anschließen. Und wie die anderen fröhlichen Menschen seine Beerdigung planen. Von der Musik bis zum Buffet. Und natürlich mit Anweisungen für den Leichenwagenfahrer, bei welchen Verwandten er welchen Knopf der ferngesteuerten Heckscheibenhand drücken soll. Man kann gar nicht früh genug anfangen, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Ich meine, Bot hat's ja auch nicht geschadet. Die Hauptfigur in Graveyard Book von Neil Gaiman wurde ja sogar auf einem Friedhof aufgezogen, von Geistern und Werwölfen. Und das Ganze kann man sich hier vom Autor selbst vorlesen lassen. Keine Sorge, das alles ist nicht gruseliger als ein ausgiebiges Frühstück. Also so eins, wie es Jan Zwankmeier in seinem Stopptrickfilm Breakfast zubereitet hat, in dem nicht der Kellner, sondern der Tischnachbar das Essen serviert. Und noch etwas unappetitlicher wird es bei Small and Creepy. Eine Website, die sich ausschließlich bizarren und gruseligen kleinen Videos verschrieben hat. Wie etwa Taste of Life. Ein Kurzfilm, in dem sich das Abendessen einfach selber serviert. Und wo der Koch das Ganze dann eigentlich nur noch ein bisschen marinieren und durchklopfen muss. So, und nachdem letzte Woche Svetlana hier war, könnt ihr in den Kommentaren schon mal Vorschläge machen, wer denn diesen Freitag als Gast hier sein soll. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Schisser.